Creatives sind mit das Wichtigste im Dropshipping und wenn deine Creatives schlecht sind, wirst du garantiert keine Umsätze generieren. In diesem Video will ich mit dir über das Thema Creatives sprechen und dir genau erzählen, wie meine Creatives aufgebaut sind. Aber fangen wir erstmal an. Warum sind Creatives überhaupt so wichtig und was sind Creatives überhaupt? Creatives sind die Werbematerialien, die Leute von deinem Shop bzw. deinem Produkt auf Social Media sehen. Das können Bilder sein, das können Videos sein, es können auch Karussell-Ads bestehend aus mehreren Bildern sein. Und diese Werbemittel führen eben dazu, dass ein Kunde von deinem Produkt angesprochen wird, im Anschluss auf den Shop geht und das Produkt kauft. Und genau deshalb ist es auch so wichtig. Du musst dir das Ganze mal vorstellen, wie zwei Schritte, die erfüllt werden müssen, damit du Umsatz machst. Der erste Schritt ist, du musst so günstig wie möglich Besucher auf deinen Shop bekommen. Und der zweite Schritt ist, besonders viele dieser Besucher müssen dein Produkt kaufen. Ja, wenn du diese zwei Dinge erfüllst, dann machst du zwangsweise Umsatz. Und wenn du das mal runterbrichst in diese zwei Stufen, dann weißt du, dass zuerst Besucher kommen müssen. Ja, erstmal ist dein Shop total irrelevant. Erstmal müssen Besucher kommen. Und wie kriegst du Besucher darauf? Es ist nicht irgendeine verrückte Ad-Strategie, irgendeine CBO oder ABO-Strategie. Ja, das sind 10% am Ende des Tages. Das Wichtigste ist dein Creative. Was sieht dein Kunde auf Social Media von deinem Produkt? Wird dein Kunde in dem Werbevideo schon überzeugt von dem Produkt? Ja, die meisten treffen die Kaufentscheidung schon, wenn sie auf Social Media sind und die Ad von deinem Produkt sehen. Und genau deswegen musst du halt da besonders viel testen und einfach ein Creative finden oder erschaffen, das deine Besucher von deinem Produkt überzeugt und dafür sorgt, dass sie dann auf deinen Shop gehen. Und erst dann geht der zweite Schritt los, dass du gucken musst, dass dein Offer passt, dass deine Produktbilder passen, dass deine Produktbeschreibung passt, dass du einfach deine Conversion Rate verbesserst, dass möglichst viele Leute von denen, die auf deinen Shop kommen, am Ende eben auch dein Produkt kaufen. Ja, und einen großen Teil trägt auch dazu das Creative bei, weil das Creative eben auch schon stark überzeugt. Aber erstmal führt es dazu, dass der Besucher auf deinen Shop kommt. Ja, und wenn du das einmal verstehst, dann erkennst du auch den Wert von Creatives. So, und es ist ja ganz logisch, dass du nicht einfach mit einem schlechten Bild Werbung auf Social Media schaltest, 5 Euro reinsteckst und direkt Käufe kommen. Ja, es kann sein, dass das Bild deine Zielgruppe überhaupt nicht anspricht. Es kann sein, dass das Bild deine Zielgruppe überhaupt nicht überzeugt. Ja, die haben gar kein Interesse an deinem Produkt. Die erkennen gar nicht, warum sie dein Produkt brauchen. Ja, und klicken dementsprechend auch nicht auf den Link und landen auf deinem Shop. Und genau deswegen ist es so wichtig, Creatives zu testen. Und wenn ich Creatives teste, dann teste ich pro Produkt mindestens mal 5 bis 15 Creatives. Und ich probiere einen Mix aus unterschiedlichen Creative-Stilen. Das bedeutet, ich teste nicht nur Videos, sondern ich teste auch Bilder, ich teste auch Karussell-Ads und wenn ich Videos teste, dann teile ich das nochmal in Corporate-Ads und in UGC-Ads. Corporate-Ads sind eher die professionell abgedrehten Videos. Also wenn man sie kennt, klassische Werbevideos, sehr verkäuferische Werbevideos und UGC-Videos sind Videos, die authentisch sind. User-Generated Content, das bedeutet Content, der von deinen Kunden aufgenommen wurde. Ja, man kann hier aber auch auf Fiverr gehen, UGC Creator eingeben und jemanden buchen, der ein Video für dein Produkt aufnimmt. Oder du gehst auf Instagram, suchst nach Influencern, die ein Video für dein Produkt aufnehmen. Aber es geht darum, bei UGC ein authentisches Video zu schaffen, wo jemand ein Produkt empfiehlt. Und bei den verkäuferischen Werbevideos ist es halt ganz anders. Ja. Hier geht es eher darum, dass der Lieblings-TikToker deiner Zielgruppe das Produkt empfiehlt, dass er über dein Produkt spricht, dass er sagt, wie es benutzt werden soll, dass man gar nicht erkennt, dass es sich überhaupt um Werbung handelt. Ja, das sollte das Ziel sein bei UGC-Content. Und UGC-Content ist relativ frisch. Ja, das gibt es jetzt so seit 1-2 Jahren wirklich aktiv. Seit 1-2 Jahren wird da jetzt aktiv Werbung mitgeschaltet. Und es ist aktuell meiner Meinung nach und auch das ist die Meinung von vielen anderen, dass UGC aktuell eines der stärksten Werbemittel ist, die man verwenden kann. Ja, einfach weil die Leute nichts mehr über klassische Werbung verkauft bekommen wollen. Die Leute sind genervt, wenn sie durch den Feed scrollen,
die wollen eigentlich nur unterhalten werden und dann kommt klassische Werbung auf. Ja, und bei UGC-Videos erkennt man am Anfang gar nicht, dass probiert wird, ein Produkt zu verkaufen. Und deswegen konvertiert das extrem stark, weil Menschen auf authentische Weise ein Produkt empfehlen, der schafft Vertrauen und nervt die Leute einfach nicht. Aber trotzdem probiere ich alle Stile zu testen. Ja, natürlich kannst du Corporate und Build-Ads bei TikTok schwieriger testen. Bei TikTok setze ich wirklich nur auf UGC-Content und bei Facebook setze ich auf Build-Ads, Karussell-Ads, Corporate-Content und UGC-Videos. Und ich probiere da wirklich viel aus. Und meine Strategie ist in der Regel, dass ich vor allem die ersten 3 Sekunden bei den Videos auswechsle. Ich probiere nämlich bei den meisten Produkten zahlreiche Marketingwinkel aus, zahlreiche Hooks. Was sind Marketingwinkel? Marketingwinkel ist im Grunde, wie du dein Produkt positionierst und ja, aus welchem Winkel du dein Produkt darstellst. Weil du kannst für jedes Produkt unterschiedliche Probleme finden, die existieren, die dein Produkt löst und somit auch unterschiedliche Zielgruppen mal ansprechen. Ich gebe mal ein kleines Beispiel. Ich habe zum Beispiel diesen Duschkopf verkauft und ich habe den 2-mal skalieren können auf 6-stellige Umsätze. Habe den 1-mal skaliert mit dem Marketingwinkel, dass er sich eben sehr angenehm auf der Haut anfühlt. Ja, der hat einen besonderen Strahl und der ist eben sehr sanft auf der Haut und verbessert einfach das Duscherlebnis. Ja, und ein Jahr später circa habe ich das gleiche Produkt wieder verkauft. Ja, und da habe ich es mit einem ganz anderen Marketingwinkel verkauft. Ich habe es mit dem Marketingwinkel verkauft, dass dieser Duschkopf Geld spart. Ja, bares Geld. Und das war gerade zu der Zeit, wo die Preise für Strom, Wasser, Gas gestiegen sind. Da habe ich es eben mit dem Winkel verkauft. Und das kannst du für wirklich ziemlich jedes Produkt machen und kannst so unterschiedliche Zielgruppen antesten in dein Creative. Das heißt, du fokussierst dich in dem Creative mit den Texten und dem, was gesprochen wird, vor allem auf diesen einen Marketingwinkel. Weil du ja ganz andere Vorteile nennen kannst, du kannst ganz andere Probleme nennen in dem Video. Und das teste ich in mehreren Creatives an und schaue, welches dann am besten funktioniert. Das ist erstmal grob meine Strategie, wie ich vorgehe. Also lerne daraus, teste niemals nur ein Creative. Teste unterschiedliche Creative-Stile. Bei TikTok, UGC, bei Facebook alle und teste unterschiedliche Marketingwinkel und vor allem unterschiedliche Hooks, also die ersten 3 Sekunden des Videos. Weil das sind die wichtigsten. Das sorgt dafür, ob die Leute jetzt stehen bleiben oder weiter scrollen. Ja, du musst am Ende des Tages nur dafür sorgen, dass die Leute, während sie durch ihren Feed scrollen, stehen bleiben, ja, mit ihrem Finger stoppen und sich dann ein Video angucken und dann in diesem Video von deinem Produkt überzeugt werden. Aber jetzt wollen wir noch mal kurz darüber sprechen, wie überhaupt meine Creatives aufgebaut sind. Und wie ich eben schon erwähnt hatte, der erste Part ist immer die Hook. Die Hooks sind die ersten 3 bis 4 Sekunden und das ist der Punkt, wo du deine Zielgruppe catchen musst. Ja, da musst du wirklich dafür sorgen, dass sie jetzt stehen bleiben, dass die Szene extrem spannend ist und ich probiere in der Hook immer das Problem anzusprechen. Ich probiere immer das Problem meiner Zielgruppe anzusprechen. Ja, beispielsweise bei dem Duschkopf könnte man sagen, hast du keine Lust mehr auf teure Wasserrechnung? Dann hätte ich das Problem meiner Zielgruppe angesprochen. Und jeder, der gerade dieses Problem hat, ja, und wenn ich das dann schön visualisiere in dem Video, guckt weiter. Der nächste Part ist dann, dein Produkt als Lösung vorzustellen. Das bedeutet, jetzt könnte ich sagen, mit unserem Duschkopf sparst du jährlich 40% auf deine Wasserrechnung. Und dann hätte der Kunde im Grunde oder derjenige, der sich das Video gerade anguckt, hätte die Lösung. Wir stellen unser Produkt als Lösung für das Problem vor. Und gerade diesen Part solltest du echt oft switchen. Da solltest du ganz viele verschiedene Varianten testen und unterschiedliche Probleme nennen und dann dementsprechend dein Produkt als Lösung wieder passend zu diesem einen Problem nennen. So, und sobald ich das gemacht habe, nenne ich noch 2 bis 3 weitere Vorteile. Das heißt, ich habe nochmal 2 bis 3 weitere Szenen. Hier auch ganz wichtig, eine Szene ist ungefähr 3 bis 4 Sekunden lang. Das heißt, Hook 3 bis 4 Sekunden, Produkt als Problemlöser vorstellen 3 bis 4 Sekunden, Vorteil 1 3 bis 4 Sekunden, Vorteil 2 3 bis 4 Sekunden, Vorteil 3 3 bis 4 Sekunden. Das heißt, in jeder Szene habe ich im Grunde jetzt noch einen weiteren Vorteil. 2 bis 3 Vorteile zählst du auf und in jeder Szene einen weiteren Vorteil. Und denk hier wirklich, was hat das für einen Mehrwert für den Kunden. Ja, fang nicht an,
Eigenschaften von einem Produkt aufzulisten. Überleg dir immer, was für einen Vorteil daraus resultiert für den Kunden. Was hat der Kunde am Ende davon? Ja, den Kunden interessiert es nicht, ob der Duschkopf aus hochwertigem ABS-Material besteht. Ja, der Kunde will wissen, dass er mit diesem Duschkopf ein super robustes Produkt hat, ja, und über Jahre sich keinen neuen Duschkopf mehr kaufen muss, kein Geld mehr dadurch verliert, keine Zeit verliert, ja, der Duschkopf auch mal runterfallen kann und trotzdem nicht kaputt geht. Das ist das, was den Kunden interessiert. Und so musst du dann die 2 bis 3 weiteren Vorteile ausformulieren und immer passend zu dem jeweiligen Vorteil das Ganze natürlich in dem Video visualisieren. Nach diesen 2 bis 3 Vorteilen kommt dann der nächste Teil und das ist Social Proof. Social Proof ist die Bestätigung der Resultate durch Dritte. Das bedeutet, andere Leute, die schon bei dir gekauft haben, sorgen für Vertrauen bei demjenigen, der da gerade das Video guckt, ja, indem du Bewertungen einbaust, Videotestimonials, ja, oder ähnliches, vielleicht Bilder von den Kunden mit dem Produkt, wo praktisch schon gesagt wird, bei mir hat das Produkt geklappt, ja, wo alle Kunden sagen, bei mir hat das Produkt geklappt, ja, das macht, was es soll. Und so schaffst du Vertrauen nochmal am Ende. So bestätigst du nochmal, dass dein Produkt wirklich das macht, was es soll. Aber du sagst es nicht selbst, ja, weil Kunden vertrauen natürlich Unternehmen weniger als echten Kunden. Ja, was du hier zum Beispiel machen kannst, du kannst zum Beispiel, wenn du eine Bewertungs-App in deinem Shop hast oder beispielsweise 15 bis 20 Bewertungen hast, dann kannst du dir die Bewertung rausschneiden und ihn einblenden in deinem Video. Ja, sollte auch maximal 3 bis 4 Sekunden gehen. Im besten Fall hast du natürlich Videos von deinen Kunden, ja, wo sie in einem kurzen Video dein Produkt zeigen. Und dann schreibst du unten sowas hin, wie bereits über so und so viele zufriedene Kunden. Und was du dann auch nochmal machen kannst, der nächste Abschnitt, dass du nochmal das Problem und die Lösung zusammenfasst. Ja, viele haben am Ende schon wieder den Main-Part vergessen. Deswegen kannst du nach dem Social-Proof-Part auch gerne nochmal das Problem und die Lösung zusammenfassen. Du könntest nochmal sagen, habe nie wieder zu hohe Stromkosten, zu hohe Wasserkosten, spare lieber 40% pro Jahr. Und was dann kommt als allerletztes, ist der Call to Action. Du willst deinen Kunden jetzt auffordern, etwas zu tun. Du willst deinen Kunden auffordern, dass er auf deinen Shop geht und das Produkt kauft. Ja, und das solltest du auch so kommunizieren. Bei Corporate Content lassen wir zum Beispiel eine Folie reinsliden, die in unserer Markenfarbe ist, schreiben rein, bestelle heute, spare 40%, haben unser Logo eingebaut, haben Payment Icons eingebaut. Und wenn du UGC-Content verwendest, dann kann natürlich der UGC-Creator auch in dem Moment sagen, ja, ich habe, oder das Produkt ist unter diesem Video verlinkt, ihr könnt heute 30% sparen. Einfach ein Call to Action, ja, dass der Kunde weiß, okay, er muss jetzt was tun dafür, um dieses Produkt zu kaufen. Versteht auch nochmal ganz eindeutig, dass es sich jetzt darum handelt, dass hier ein Produkt verkauft wird. Und das sollte in gar keinem Video fehlen. Genau, und so ist im Grunde auch der Aufbau von meinen Videos. Und wie schon erwähnt, gibt es halt Corporate Content und UGC Content. Bei Corporate Content machst du das Ganze, indem du eben alle Punkte, die ich genannt habe, ja, mit professionellen Videos machst. Da sprechen jetzt nicht Leute, sondern ja, du filmst eigentlich eher das Produkt ab, das Produkt in Anwendung ab. Und bei UGC-Creatern oder UGC-Videos solltest du darauf achten, dass genau das Skript, was ich dir eben genannt wird, auf authentische Weise wiedergegeben wird und mit einer nachvollziehbaren Storyline. Das heißt, im besten Fall, wenn du einen UGC-Creator hast und du weißt, deine Zielgruppe hat Problem XY und dein Produkt löst das Ganze, dann könnte der UGC-Creator das Problem ansprechen durch eine eigene Story. Beispielsweise das mit dem Duschkopf. Könnte der UGC-Creator am Anfang sagen, durch die steigenden Wasserpreise oder die Wasserkosten, überall steigen gerade die Wasserkosten. Ich habe mich deswegen nach einer Lösung umgesucht und bin auf diesen Duschkopf gestoßen. Ja, es muss halt sehr authentisch werden. Es darf nicht verkäuferisch wirken. Es sollte im besten Fall mit einer Storyline sein. Ja, die Person, der UGC-Creator, muss eine nachvollziehbare Geschichte erzählen. Dass sie selbst das Problem hatte, selbst dann diese Lösung gefunden hat, selbst dadurch diese Vorteile hatte. Ja, und jetzt sagt, du solltest eben auch dieses Produkt bestellen, um die Vorteile zu genießen. Und das ist der Unterschied zwischen Corporate und UGC-Content. Der Aufbau ist gleich. Ja, der Aufbau von beiden Videos ist gleich. Nur die Art und Weise, wie man es nachher abfilmt und abdreht,
ist unterschiedlich. Das war's auch schon mit diesem Video. Wenn ihr nochmal ein Video dazu haben wollt, wie gute Bild-Ads aussehen, ja, kommentiert gerne unter diesem Video Bild. Und ja, wenn wir eine gewisse Anzahl von Kommentaren erreicht haben, werde ich auf jeden Fall nochmal ein Video dazu machen. Mich auch nochmal an den PC setzen und mit euch ein paar Beispiele durchgehen. Ansonsten, wenn ihr Lust habt, euer E-Commerce-Business gemeinsam mit mir aufzubauen, dann habe ich unter diesem Video einen Kalender-Link, wo du dich gerne mal eintragen kannst für ein Gespräch mit mir, 15 Minuten. Dann können wir uns mal kurz kennenlernen, können schauen, ob wir zusammenpassen und ja, wie ich dir helfen kann, dein E-Commerce-Business schnellstmöglich so aufzubauen, dass du Vollzeit davon leben kannst. Ansonsten freue ich mich, dass du bis hierhin geguckt hast und wir hören uns bis zum nächsten Video.